Okay. Ach, der backt sich immer so ein bisschen dran fest. Wenn man hier in die Nähe geht, dann klebt der irgendwie so ein bisschen dran. Also ich glaube, ich soll gar keine Energiequelle anschließen. Ich glaube, es geht darum, dass ich sinnlose Gespräche mit diesen Nasenbären hier führe. Ah, doch, es gibt vielleicht doch was anzuschließen. In den Anfängen, als wir dachten, wir könnten uns retten, wollten wir den Zorn der Sonne nutzen und einfangen. Vier Türme wollten wir bauen, um ihre Wut dorthin zu lenken und sie dann zu zerstören. Aber trotz all unseres Wissens, all unserer Macht, dauerte es zu lang. Tausend Jahre der Arbeit wären trotz alledem nicht genug gewesen. Der erste Turm wurde nie gebaut, das Projekt aufgegeben. Wir zogen weiter. Doch während wir uns Neuen zuwandten, kehrten einige zurück. Sie wollten den Prozess automatisieren. Metall könnte beenden, woran Fleisch scheiterte. Nee, war nur so eine Zwischensequenz. Ich dachte, ich müsste hier vielleicht dieses Energiequellen-Dingsbums. Nee, da unten ist auch nichts zu sehen, also ich stehe jetzt ein bisschen auf dem Schlauch, wo das sein soll, wo ich die Energiequelle anschließen soll. Wobei das da oben sieht so aus. Da steht ja auch die Trulla rum. Und da oben ist auch sowas. Wer hat dann das hier schon wieder konstruiert? Also da geht es jedenfalls mal nicht so hoch. Aber die würde da oben nicht rumstehen, wenn man da nicht hochkäme irgendwie.
Wenn wir die grausame Macht der Sonne nicht nutzen konnten, vielleicht konnten wir sie abwehren. Wir konnten die Felder schon erzeugen, um uns in Zeiten des Zist zu schützen. Doch dieses waren kleine und simple Dinge. Sie in den ganzen Ausmaßen eines Planeten zu erschaffen, dafür mangelte es unserer Energie. Die halbe Welt, sagten sie dann. Das wäre besser als nichts. Ein Versuch. Wieder ein Fehlschlag. Ein Viertel, fragten sie. Selbst das schafften wir nicht. Ein Sechstel, ein Achtel, ein Zehntel, riefen sie. Die Antwort blieb die gleiche. Mit viel Zeit könnte eine Stadt verschont werden. Doch über diese Zeit verfügten wir nicht. Wir zogen weiter. Aha! Was wohl da drin ist? Gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Aha, da unten ist was aufgegangen, da können wir da vielleicht das zweite Ding gleich reinschubsen. Wieder so Klettergedöns. Was ist dein Fall? Steht er fest? Unabänderlich? Ist seine Existenz wirklich sicher und wartet er nur auf seine Entdeckung? Oder kann er geändert werden? Hier erfuhren wir die Antwort und dachten, sie können uns retten. Sie wurden genutzt, um zu befehlen, zu kontrollieren, zu besetzen. Aber wir fanden bald einen weiteren Nutzen. Waren es erst die Mutführige, die alle glaubten, nahmen ihre Gedanken Form an. Fantasie wurde zu Wirklichkeit. Wenn 100 eine Mauer zerstören oder einen Baum erschaffen konnten, was würden 1000 vermögen? 10.000? Mehr? Könnten wir die Übereinkunft ändern und die Bedrohung wegdenken? Wir beschlossen, einen in den Himmel zu schicken, um uns alle zu erleuchten. In dem Moment sollte Einsatz gesagt werden. Wir sind sicher. Auf diese Weise wollten wir die Übereinkunft ändern und so die Welt retten. Jedoch kam es nicht dazu. Wir starteten ein Dutzend von ihnen, aber wir konnten sie nicht kontrollieren. Den Strahl nicht lenken, die Welt nicht steuern, die Worte nicht sagen. Und obwohl dies schon sehr gefährlich war, war unser nächster Versuch schlimmer. Also ich muss immer an die Antike denken von Stargate. Unser erster Impuls war es, zurückzureisen, die Vergangenheit zu ändern. Doch wir fanden keinen Weg. Aber vorwärts. Wir konnten vorwärts blicken. Und so wollten wir über uns selbst hinaussehen und wissen, was kommen würde. Erst beobachteten wir, ob unser Werk Erfolg hätte.
Allerdings war die Antwort immer dieselbe. So zogen wir wieder weiter. Sie jedoch verweilte. Jene, die ihr als Minerva kennt. Schon bald beobachtete auch sie nicht mehr. Und stattdessen begann sie zu sprechen. Sie sprach durch die Zeit hinweg, in der Hoffnung, euch retten zu können. Sie versteckte unauffindbare Botschaften, sicher für dich und für jene, die dich begleiten. Ich bin es leid. Diese kryptischen Warnungen, Drohungen. Sag uns, was du willst! Tun sie doch. Wir sahen auch Riesen da selbst. Wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen und somit auch in den ihren. Stell dir vor, all das einem Zweijährigen zu erklären. Einem Jungspund. Als sie sagten, der Wille der Götter sei unergründlich, meinten sie es so. Buchstäblich. Ich habe sie ermordet. Lucy ist tot. Es war der Apfelsohn. Es war Juno. Ich sah, was sie war. Was geschähe, wenn sie weiterlebt? Ich hätte es stoppen können. Ich meine, da war ein Zwang. Aber ich musste nicht. Ich entschied mich. Desmond. Lucy wollte uns betrügen und den Apfel zurück zu Abstergo bringen. Ich sah den Satellitenstart, ich sah seine Aktivierung und dann das Scheitern. Was auch hinter dieser Tür liegen mag, es hilft, Bruno. Wir müssen vorsichtig sein. Was machst du denn? Ich wollte doch, dass du gerade ausläufst. Steuerung, dein Name sei Assassin's Creed. Ach ja, übers Eck. Das Spiel kann ja nicht übers Eck. Ja, hüpf, komm kleiner, hüpf, hüpf. Ja, jetzt bin ich wieder unten. Toll! Super Show! Du sollst ja nicht immer stehen und gucken wie ein Kretter. Okay, ich seh's ja ein, du kannst es nicht. Okay, wie dann? Nein, da lang. Ja, komm, jetzt stell dich mal nicht so an. Das kann ja sogar ich. Weichei. Wer hat dann das gebaut? Das war doch nicht der Speer. Obwohl es auch aus sehr viel Beton ist. Ja komm, da kann er sich doch durchquetschen. Das ist doch so ein halbes Hemd.
Tja. Wieder rüberkommen. Hier ist guter Ort, teuer. Das blöde Augending hilft auch wieder nicht. Das hilft irgendwie so gut wie nie. Also wenn das Spiel sagt, oh, benutzt deine, hast du nicht gesehen, Sicht. Komm, ey, Alter, der geht doch da durch. Würde ich sagen, sind definitiv zu glatt, um da irgendwie... Tja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, da runterschlittert, darf ich wieder hochlaufen. Das bringt offensichtlich nichts. Ja, komm, scheiß drauf. Wir gehen zu Connor zurück. Ich will den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg weitersehen. Das hier ist irgendwie doof. Ja, das führt doch auch zu nichts, oder? Oder ist das vielleicht tatsächlich die Lösung? Nee, da komme ich auch hier wieder... Ach, guck an. Das ist die Lösung gewesen. Ha! Man muss auch mal Glück haben. Welche Geschichte der Tempel mir heute wohl erzählt. Ist ja super. Gar keine. Ach super, das hat ja gelohnt, die Kletterei. Ich sag's dir, hier unten ist was. Sei nicht albern. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie geschlafen oder so und wir haben sie geweckt. Eine Art Kryotechnik. Oder Winterschlaf. Ich meine... Woher sollen wir wissen, was die hier unten gemacht haben? Sie arbeiteten an mehreren Lösungen, aber keine klappte. Sie gingen von einer zur nächsten und dann... Ich weiß nicht. Irgendwann verschwanden sie. Nach dem Ende. Ich frage mich, wie die Welt aussehe, hätten sie Erfolg gehabt. Ich sorge mich mehr darum, was ist, wenn wir keinen haben. Erlösung. Sie fanden einen Weg. Zu spät für sie, doch nicht für euch. Ein Siegel beschützt es. Doch euch steht es im Weg. Findet den Schlüssel. Die Vergangenheit verrät es. Naja, wenn sonst nichts ist, dann